Glück auf, ihr Lieben. Heute kommen wir ja, zu eines der spannendsten Teile der ganzen Serie. Denn hier werden wir über die Schlammflut reden. Ja, ich werde später dazu kommen. Vorher gehen wir noch schnell über die Mondfinsternis oder die Mondfinsternisse. Und danach kommen wir zur Schlammflut, wie diese eventuell zustande gekommen sein kann. Sehr, 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 sehr interessant. Ja. Dann fangen wir an mit der Mondfinsternis. Ja. Die Voraussetzung für eine Mondfinsternis ist auf jeden Fall der Vollmond. Das steht fest. Ja, im Buch 2 haben wir gelernt, Sonne und Mond entstehen durch die Brechung der kosmischen Energie und zwar unterhalb der Erde, was die schwarze Sonne ist. Da ist ein ganzer Teil dazu gewesen, ist in der ja, Playlist mit dabei. Abhängig vom Winkel der kosmischen Strahlung, also die strahlt von unten konisch nach oben, ist die Sonne, also die Plusenergie, das Limit des Mondes, da die Sonne oder die Plusenergie stärker ist als die Minusenergie. Die Minusenergie ist die ja, Erscheinung des Mondes, des Vollmondes. Und wenn die kosmische Brechung, also die Strahlung, die konusartige Strahlung nach oben der Sonne in die konusartige Brechung oder Strahlung des Mondes eintaucht, dann ja, neutralisiert sich das oder neutralisiert sich die Brechung des Mondes. Ja, so kommen die Mondphasen zustande. Ja, die sehen wir hier oben. Da sehen wir hier so fast Vollmond und hier ist schon diese Strahlung der Sonne ein Stück weit drin. Hier ist sie mehr drin und mehr und so weiter und so fort. Hier kommt sie von oben, je nachdem, in welchem Winkel sie nach oben strahlt. Daher Mond und Sonne ja Plasma-Abbilder sind der schwarzen Sonne, die diese elektromagnetische Energie nach oben strahlt. Ja, wenn Plus und Minus direkt gegenüber sind, also auf gegenüberliegenden Seiten, dann haben wir den Vollmond. Und eine Mondfinsternis entsteht, wenn Sonne komplett gegenüber des Mondes ist. Haben wir vorher schon gesagt, ne, muss ein Vollmond dabei sein. Dann, und die beiden erscheinen auf demselben Breitengrad zur selben Zeit, dann haben wir eine Mondfinsternis. Ja, und durch die Bewegung haben wir natürlich die Mondphasen. Ja, das heißt, wir haben hier die Phasen des Mondes. Bum, bum, bum. Ja, wo immer nur ein bisschen was zu sehen ist. Wenn aber Vollmond ist und zur selben Zeit die Strahlung der Sonne komplett dieses da überdeckt bei einem Vollmond, dann haben wir diese Mondfinsternis und keine, ja, keine Mondphase mehr. Entschuldigung. Dann, ja, der Zyklus Mond-Sonne. Ja, also hier sehen wir es nochmal. Den Winkel, ne, wie das zustande kommt. Und das ist dieser Winkel, von dem die Rede ist. Der ergibt natürlich den Winkel, der hier oben ist, logischerweise. Und so entstehen die Mondphasen, indem sich da immer in einem bestimmten Stück überlagert. Ja, dann haben wir natürlich auch die Mondfinsternis. Das ist, wenn die echt gegenüberstehen und dann zur selben Zeit, auf demselben Breitengrad sozusagen sind und nach oben strahlen, dann haben wir die Mondfinsternis, weil dann haben wir den Vollmond, der hier entsteht, wenn die weit weg sind und die sind auf derselben Breite. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und dann haben wir nochmal die Sonnenfinsternis kurz erklärt und die entsteht, wenn beide sozusagen hier sind und wir, ja, der Mond quasi sich vor die oder die Mondbrechung, besser gesagt, sich vor die Sonnenbrechung schiebt. Ja. So, dann haben wir ja, den Zyklus Mond und Sonnenfinsternis. Dieser Zyklus, bevor er wieder von neuem beginnt, ist 669 Monate lang. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Bild, das hat man im vorhergehenden Teil. Ja, beschrieben wird dieser Zyklus von 669 Monaten auch in diesem Mechanismus von Antikythera, ja, ist immer schwer für mich auszusprechen. Das ist der dreifache Saros-Zyklus, der ja, wie gesagt, in dem Mechanismus von Antikythera abzulesen war, hat man im vorhergehenden Teil besprochen. Ja, hier ist nochmal der Zyklus eingetragen, natürlich in anderen
Zeichen in sogenannten Hieroglyphen. Dann gehen wir noch schnell über das Untergrundwasser, denn wir haben Quellen, wir haben Grundwasser, wir haben solche Dinge. Ja, nur ganz kurz, Untergrundwasser gibt es Flüsse, die unter der Erde entstehen. Das ist, wer den Teil mit dem Wasserkreislauf gesehen hat, es passiert im Grunde das Gleiche wie in der Atmosphäre, nur dass ja, das in der Erde geschieht. Ja. Also es kommt Regen von oben, das sickert in die Erde nach unten und dann haben wir da ja, Wasserreservoirs. Es gibt zwei Typen, und zwar einmal, also zwei Typen von Untergrundflüssen. Das sind einmal die unregelmäßig saisonalen auftauchenden. Das kennen wir, was weiß ich, Schmelzwasser oder so ist sowas saisonal auftauchendes. Ja, das gibt es natürlich auch im Untergrund. Und dann gibt es diese konstant, das konstant fließende. Das haben wir bei Quellen. Ne? Die Quellen sind meistens eh in den Bergen. In Flachland sind die eher selten. Zumindest die richtigen Quellen. Es gibt ja noch Grundwasserquellen, das ist ja dann wieder ein etwas anderes System. Ja, beim ersten Beispiel, ne, wenn das diese saisonalen Auftauchenden sind, dann sammelt sich das Wasser, ne, sickert halt durch, sammelt sich in irgendeiner Höhle. Wenn die Höhle voll ist, dann fängt es an zu fließen. So, und wenn das Wasser einmal fließt, dann zieht das auch leer. Jeder kennt das mit dem Absaugen vom Schlauch. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Das zweite Beispiel ist, dass das Wasser entsteht ähnlich wie beim Kondensieren in der Atmosphäre, ja, also im Erdreich. Dann führt es dort zu Flüssen und zu Wasservorkommen und ist dann konstant am Fließen. Ja, die meisten Flüsse entspringen ja diesen Quellen in den Bergen. Und die Höhe ist auch entscheidend, weil die Höhe natürlich für eine bessere Umgebung sorgt, um diese Kondensation durchzuführen oder dass diese Kondensation geschieht. Die Berge sind quasi wie eine Art, ja, hängende Schwämme, wenn man das so sagen will. Ja. Dann geht es hier noch weiter um die Flüsse. Ja, haben wir schon alles soweit gesagt mit den Quellen. Ich habe es wie gesagt kurz gefasst. Und dann haben wir auch diese, ja, Inflow Lakes, also diese Meere und Seen, die sozusagen von mehreren Flüssen gespeist werden. Ja, aber es fließt gar nichts hinaus und trotzdem bleibt der Seespiegel oder der Meeresspiegel bleibt gleich. Ja, hier haben wir das Beispiel vom, wie heißt er, ba, ba, ba. Vom Kaspischen Meer, ja. Und dort ist es so, dass da ganz viel reinfließt, aber es fließt nicht raus und trotzdem bleibt der Meeresspiegel genau gleich. Und das ist auch wieder dann laut dem Buch der Beweis für das Absickern des Wassers ins Erdreich. Ja, also das warme, salzige bleibt oben und das kalte, unsalzige, das wird sickert ab, wird quasi durch die Erde gefiltert, wenn man so will. Und ja, dann haben wir wieder unten den Kreislauf und man kann ja in der Nähe, hat man dann Quellen, wo man das abzapfen kann, beziehungsweise könnten in der Nähe dann auch Flüsse entstehen. Und das war nur dazu kurz. Und jetzt kommen wir zu dem super interessanten Teil, der, ja, der mich völlig zum Nachdenken gebracht hat. Sehr, sehr wundervoll erklärt. Hier ist der lange Teil. Ich gehe kurz durch. Und zwar die Erde als lebender Organismus. Sehr interessant. Hier oben haben wir sozusagen, ja, den magnetischen Norden, der sitzt bei uns da unten, also hier, ja. Und wie ihr schon seht, der magnetische Norden wandert. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Ja, und damit auch diese eingetragene warme Phase. Da kommen wir dann gleich nochmal zu einem schöneren Bild. Ja, also der magnetische Norden wandert in Kreisbahnen. Ja, also hier mit dem roten Kreis eingezeichnet. Und erzeugt dadurch die kosmischen Jahreszeiten. Also Jahreszeiten ist vielleicht hier das falsche Wort, weil es sind keine Zeiten innerhalb eines Jahres, sondern ja, die Magnetwanderung dauert 26.000 Jahre, wenn der Kreis gezogen wird. Also wird das hier als, ja, Epochen bezeichnet. Ich werde Jahreszeitepochen vielleicht verwenden, einfach damit es besser zu verstehen ist. Und hier könnte man natürlich auch drüber nachdenken, ne?
Hier haben wir den Sommer, dann ist irgendwo auch Winter, Eiszeit hatten wir und so weiter und so fort. Kommen wir dann gleich noch ein bisschen ja, genauer dazu. Diese Magnetwanderung, wie gesagt, 26.000 Jahre und wird als großer Kreis bezeichnet. Und wie man schon an den 26.000 Jahren erkennen kann, es passiert sehr, 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 sehr langsam. Hier könnte man natürlich auch wieder mit der Klimaänderung argumentieren. Aber da könnt ihr euch selber eure Gedanken dazu machen. Ja, dadurch hat die Erde auch einen Alterungszyklus. Bei Lebewesen gibt es diesen Alterungszyklus auch, ne, bei dir und bei mir. Nur bei der Erde ist dieser Alterungszyklus noch nicht in der gesamten Erde, sondern immer nur partiell, also immer nur an den verschiedenen Punkten, ne? Es wird Frühling, dann Sommer und Herbst und Winter und dann geht das so rum und während hier Sommer ist, ist hier drüben Winter und dadurch hat das auch einen unterschiedlichen, ja, Alterungsprozess, dieses Lebewesen Erde. Ja, also bei diesen kosmischen Jahreszeiten, den Epochen, da verändern sich auch die Küstenlinien und die Flussläufe, ne? Also gehen wir mal vom kosmischen Sommer aus. Also hier haben wir jetzt Sommer sozusagen, nur als Beispiel. Dort trocknen Flussläufe aus. Dort verändern sich Küstenlinien, einfach weil im Sommer alles warm ist und trocken. Flüsse sind einfach weg. Wenn sich's dann weiter dreht, dann kommt der Herbst, dann ist wieder Winter, mehr Regen und dann entstehen wieder neue Flussläufe, neue Küstenlinien. Und an der Stelle könnte man dann kurz argumentieren über die, ja, Kai Brenner zum Beispiel hat es in seinem Video, über die Küstenlinien im Norden, die da auf alten Karten nicht zu sehen sind oder unterschiedlich zu sehen sind. Seen und solche Sachen, die es damals gab und jetzt nicht mehr, könnten durch diese, ja, Jahreszeitepochen, durch diese, ja, Lebenszyklen der Erde erklärt werden. Was ich an dieser Stelle, ja, das hat mich erstmal ein bisschen umgehauen. Sehr, 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 sehr interessant, ja. Also Küstenlinie, Flussläufe können sich verändern, ne? Austrocknung. Meere und Seen, ne? Die trocknen aus, werden zum Sumpf. Das Sumpf wird zum fruchtbaren Gebiet. So entstehen dann irgendwelche Täler und so weiter. Und dann kommt wieder eine andere Epoche. Und es wird wieder geflutet mit Wasser. Und alle Häuser, die da stehen, sind auf einmal unter Wasser. Einfach nur wegen dem Jahreszyklus. Ja, durch die Bewegung des magnetischen Nordens bleiben aber auch gewisse Gebiete gleich, ne? Das erkennt man hier, wenn sich das jetzt hier der magnetische Norden dreht, ne? Dann bleibt hier in der Mitte immer ein bisschen ja, Sommer in der Mitte. Es dreht sich einfach nur. Also es gibt einen Punkt, um den es sich hier dreht und der behält den Sommer. Müsste man schauen, welcher Kontinent das denn letztendlich ist. Aber gut, ja, natürlich passiert das alles brutal langsam. Ja, und daher auch schwer nachzuvollziehen für einen Mensch, weil wir leben so 80 bis 100 Jahre. Der komplette Zyklus sind 26.000 Jahre. Um davon was bewusst mitzubekommen, oh, das sollte man schon so mindestens vielleicht 10.000 Jahre leben. Ja, frag mal deinen Opa, der kann es auch nicht wissen. Egal. Diese Bodenepochen, also diese Jahreszeiten, ja, Frühling, Sommer, Herbst und so weiter und so fort, sind immer abhängig vom magnetischen Norden. Ja, also dort, wo der magnetische Norden ist, da ist sozusagen ja, Sommer. Und das, was dorthin, wo der magnetische Norden geht, ist der Frühling und die Gegenseite ist der Winter und das, was wo der magnetische Norden gerade herkommt in seiner Kreisbahn, da ist Herbst. Ja, also der magnetische Norden sorgt für diese, ja, Bodenepochen. So beschreibt das in diesem Buch. Ja, um es besser zu verstehen, sage ich Bodenepochen, Jahreszeiten. Ja, und wie gesagt, hier kann man dann auch sich sehr gut überlegen, wie so eine, ja, Schlammflut zustande kommt durch die Veränderung der Jahreszeit. Man kann das gut vergleichen mit einem Gletscher, der im Frühling bzw. im späten Frühling, Anfang Sommer, ja, das ganze Wasser verliert und dann gibt es diese Gletscherflüsse, wo dann der Fluss doppelt, dreifach so viel Wasser führt. Ja, und so kann man sich natürlich auch die Schlammflut herleiten. An dieser Stelle, was für mich, ja, it blew my mind. Es hat mich aus den Socken geworfen.
Da hier eine Erklärung für die Schlammflut ist, die ich nirgendwo anders gehört habe und die durchaus Sinn macht. Denn wenn wir uns das Spiegelbild der Erde anschauen, also den Mond, ne, dann haben wir zurzeit, kennen wir die Kontinente, die bei uns im Sommer liegen, ja. Und dann haben wir diesen Eiswall, der das umgibt, ja. Und hier ist sowieso Ende. Da müsste man schauen, was da überhaupt kommt. Da ist wahrscheinlich groß Eis. Und dann kommt der nächste Krater, der wieder so aussieht, seine eigene Sonne und seinen eigenen Mond hat. Ja, aber in die Richtung haben wir auch einen Eiswall. Und das könnte daran liegen, dass dann hier auch Winter ist. Ja, und da sehr kalt ist. Auch im Herbst ist es sehr kalt. Und im Frühling ist es natürlich auch noch kalt. Dadurch kann ja diese Eis zustande kommen. Und dann müsste man schauen, in dem Bereich hier müsste es ja eigentlich da, wo Atlantis ist, also in der Mondkarte, da müsste es eigentlich immer warm sein. Also dort müsste man eventuell mal hinsegeln, wenn es denn gehen würde. Aber wie gesagt, für mich super, super, super interessant. Ja, so ist die Schlammflut entstanden. Ich habe noch ein paar Zweifel, gebe ich ehrlich zu, aber es ist eine Erklärung, die ja wieder sinnhaft ist und total verrückt. So, dann sind wir natürlich beim nächsten Bild und hier haben wir es nochmal eingezeichnet. Die Kreisbewegung von dem magnetischen Norden. Und wir wissen auch, wir reden immer von diesem Polsprung und dass der magnetische Norden da immer ein Stück wandert. Ja, und das ist genau hier wieder zu sehen und macht auch Sinn. Ja, also diese geologischen Veränderungen brauchen eine lange, lange, lange Zeit, weil der magnetische Norden so lange braucht, um zu wandern. Ja, und dann haben wir die verschiedenen Epochen. Wir sind jetzt quasi im Sommer, denke ich, oder vielleicht sind wir auch im Winter. Ich muss mal schauen, welche fehlt denn hier im Winter? Wir sind hier drüben, also sind wir im Herbst oder wie? Ja, interessant. Ich kann es nicht ganz genau nachvollziehen. Da müsste ich noch mal gucken. Diese Epoche hier, ja, ist, wo bei uns Winter ist. Jetzt muss ich mal schauen, ist das denn die richtige? Ach nee, wir sind hier oben. Ja, wir sind hier oben. Also jetzt ist hier wieder ein bisschen gedreht. Wir sind hier oben. Das heißt, bei uns ist jetzt gerade Sommer. Hier ist da drüben Sommer. Ja, also das ist in 6500 Jahren von jetzt an oder vor 19.500 Jahren gewesen. Dann hier unten der Sommer ist in 13.000 Jahren, beziehungsweise war es vor 13.000 Jahren, also genau wir sind genau in der Mitte davon. Ja, und das hier ist in 19.500 Jahren und das war vor 6.500 Jahren hatten wir den Zustand. Ja, also wie gesagt, ich komme immer noch nicht drüber weg. Wahnsinn. Ja, kommen wir zum nächsten Teil oder fast das Ende des Videos, ja. Wir haben diese Krater und die haben immer andere Schattierungen. Diese Schattierung kommt zustande, weil der Mond, das Plasmafeld, immer in einem anderen Winkel zur Erde steht. Und da kann man dann auch erkennen, in welchem Winkel der Mond zur Erde steht, durch diese Schatten. Ja, dass das jetzt der Mond ein Abbild von der Erde ist, das brauche ich nicht zu erklären. Das war in den vorhergehenden Videos erklärt, ja. Und so kommen diese Schatten zustande, je nach Winkel. Ja. Und dann haben wir hier noch ja, die Krater Erde sozusagen, ja, mit den Kratern eingezeichnet, mit den Höhen und Tiefen. Und wenn man näher rangeht, die haben auch alle einen Namen hier bekommen. Ob das die richtigen Namen der Erde sind, weiß ich nicht, aber könnte durchaus sein. Und so sieht die Erde aus mit Höhen und Tiefen. Das hatten wir vorher auch schon mal und das wäre das Relief, ja. Ich gehe jetzt hier nochmal durch, sehen wir noch ein paar andere ja, Bilder, wo wir auch dann ein bisschen genauere Sachen sehen können. Ja, Kalippos, ne, Lacus, Mortis, Lake of Death, ja, also ob es die nun wirklich alles so gibt, kann ich nicht bezeugen, da müsste ich nachschauen, aber ja, man hat sich die Mühe gemacht, alles zu benennen. Hier gehe ich nur schnell durch. Während ich hier durchgehe, möchte ich mich bei euch ganz, 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 ganz herzlich bedanken für die vielen netten Kommentare, die es für diese Serie gab. Und ich hoffe, es hat euch ja, etwas gebracht, dass ihr auch ein bisschen anders über unsere Erde und über unseren sogenannten Planeten nachdenkt.
Für mich ist dieses Buch, das ist meine ganz, ganz persönliche Meinung, für mich ist dieses Buch logischer als alles das, was mir ja aus der offiziellen, ich nenne es mal Geschichtsschreibung und Umweltbeschreibung gesagt wird. Das hier macht für mich mehr Sinn. Das kann ich auch beobachten, wenn ich draußen bin. Und ja, wie gesagt, die Schlammflut und die kosmischen Jahreszeiten haben mich dann doch schon ganz schön umgehauen. Ja, bin immer noch ganz und ganz weg davon. Aber wie gesagt, das soll es dazu sein. Meine Seherschwingung des Kosmos werde ich auch auf meinen Telegram-Kanal verlinken. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die Arbeit mache und überall die Musik wieder rausschneide, weil das ist dann doch schon ein ziemlich hartes Unterfangen. Schauen wir mal. Es kommt auf jeden Fall als ja, Liste auf den Telegram-Kanal, wo ich sagen muss, da wird sowieso in Zukunft ein bisschen mehr landen, aus dem einfachen Grund, weil ich merke, dass bei YouTube die Abonnenten gehen nach unten, nach unten, nach unten. So schnell steigen sie nicht. Und dann fragt man sich immer, warum ja, pro Tag da 200 Abonnenten wegfallen, während 150 dazukommen. Also die Statistiken, die mir da YouTube anzeigt, die sind alle etwas seltsam. Ich meine, natürlich kann es sein, dass die Leute gehen, wenn sie dann ein paar Sachen sehen, die denen nicht gefallen. Durchaus möglich. Aber seltsam ist es trotzdem. An dieser Stelle wünsche ich euch alles Gute, Heil und Segen und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt, denn ich habe ein paar super spannende Videos für die Zukunft geplant. Lasst euch gut gehen.